Lorenz Kogel, Kerner Vision und Art Video Produktion. Wir sind in Aachen, im Herz von Aachen, in Nähe des Marktes und stehen hier vor der Galerie Artquis Gran, Carlos Cruz Bodensieg. Eine kleine, aber wie ich meine, feine Galerie. Wir betreten nun gleich die Galerie, wie immer André Amkreuz, hinter der Kamera und werden mit dem Galeristen Carlos Cruz Bodensieg ein Gespräch führen und mit seiner Schwester, die in dieser Galerie eine Goldschmiede führt. Also sie ist Goldschmiedin und zwar eine ganz, ganz ausgezeichnete. Also nochmals gesagt, dieser Beitrag alleine, diese kleine, aber feine Galerie im Herzen Aachens, die uns wirklich gereizt hat und wo wir der Meinung sind, hier ist ein Bericht gerechtfertigt. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zu Carlos Cruz Bodensieg. Carlos Cruz Bodensieg ist Maler, gegenständlicher Maler mit einer sehr hohen Qualität, wie wir gleich auch sehen. Ja, jetzt sind wir in dem Galerie. Ich begrüße zuerst Frau Diana Bodensieg, Goldschmiedemeisterin. Diana. Hallo. Freue mich. Dann Frau Groß-Bodensieg, Gattin von Carlos. Freue mich, Frau Bodensieg. Ja, Carlos. Und zuletzt du, aber eigentlich die wichtige Person. Hallo, Lorenz. Mit deiner Danke. Schwester natürlich. Ja, ich sagte eben schon in den Außenaufnahmen, Carlos Groß-Bodensieg ist Maler und Diana Bodensieg Goldschmiedemeisterin mit einer Werkstatt hier in der Galerie. Eine kleine Galerie, aber ich meine eine feine Galerie und wir werden jetzt eins machen, wir schauen uns die Räumlichkeiten an und Carlos wird uns etwas zu den Kunstwerken, die hier ausgestellt sind, erzählen. Und anschließend hoffe ich, haben wir noch die Zeit, uns zu unterhalten, weil ich habe viele Fragen, die mich brennend interessieren. Und ich denke, das interessiert auch viele andere Leute. Jetzt geht ins Atelier runter, Carlos. Da müssen wir die Treppe runter. Genau, Treppe runter. Prima. Oh, ich sehe schon. Hier wird gearbeitet. Damit. Wie gesagt, klein, aber fein. Wir schauen uns einfach zuerst mal um. Das ist ja ganz erstaunlich. Wir wollen auch hier ein paar Bilder machen. Carlos, das ist also der Hauptarbeitsplatz, obwohl ich weiß, dass du auch in der Galerie im oberen Raum arbeitest. Ja. Du hast da bessere Lichtverhältnisse. Richtig. Ja, richtig. Aber ich sehe schon, das ist hier eine Menge Material auch. Ne? Und ja, toll. Klasse. André macht einige Aufnahmen, wo ich jetzt wie immer im Wege stehe. Aber das ist er schon gewohnt. Carlos, ich sagte eben schon oben, gegenständlicher Maler, figurativer Maler. Und obwohl ich weiß, du hast auch einige abstrakte Dinge gemacht. Ich muss grundsätzlich sagen, was vielleicht interessant ist. Du beherrschst das Metier im Handwerklichen perfekt. Also das muss ich sagen, das ist also ganz, ganz erstaunlich. Und natürlich auch vom künstlerischen Ausdruck her, das finde ich einfach toll, wir werden nachher auch mit Sicherheit nochmal sehr intensive Aufnahmen machen, um diese Bilder auch mal richtig zu zeigen. Wichtig dabei ist auch, du machst Auftragsmalerei. Genau, Auftragsmaler. Ja,
Seit 2005. 2005? Ja. Wie lange bist du hier in der Galerie, Carlos? In der Galerie seit 2 Jahren erst. Zwei Jahre. Auftragsmalerei, wie kann ich das verstehen? Es kommen Leute zu dir, die einen Wunsch haben für ein Porträt. Genau. Immer natürlich ist das etwas ganz Individuelles, muss man verstehen, was die Kunden, die Personen sich wünschen. Ne? Muss man genau als Suchhörer sein, ne? Ja. Das ist ein guter Suchhörer sein, genau, dass man spezifisch das trifft, was die Personen sich wünschen. Ja. Die Leute können mir Bildervorlagen bringen, ja. Ob es von Menschen ist oder Tiere, ja, oder Landschaften, Stillleben. Ja. Ja. Also ich male alles sozusagen. Querbeet. Ich habe einige, wir kennen uns ja nicht erst seit heute, ich habe einige Arbeiten von dir gesehen, Auftragsmalerei. Ja, also wie gesagt, das sind perfekte Bilder, und ich finde, die Auftragsmalerei, die hat durchaus noch ihre Berechtigung. Also in der sogenannten großen Kunst ist die Auftragsmalerei im Grunde genommen, da sagt man, ach, das ist so etwas vielleicht nebenbei oder vielleicht auch gar nicht. Aber die Auftragsmalerei hat doch eine ganz große Tradition. Ja. Ja. Wenn wir mal ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Und ich muss eins sagen, man ist heute geneigt zu sagen, bei einem Porträt, dann geh lieber zu einem guten Fotografen. Das ist nicht die Aufgabe der Kunst, aber ich finde gerade, es ist die Aufgabe der Kunst. Und ich würde ein Gemälde mit meinem Porträt, ich kann mir das nicht leisten, aber ich würde es immer vorziehen, ja, einer guten Fotografie. Wie stehst du dazu? Jetzt ganz persönlich als Wahl. Ganz persönlich, das ist eine Frage, erstmal Geschmackssache und andererseits auch die Leistungen. Manche können sich das natürlich nicht leisten, ja, aber das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich, ja, würde niemals sagen, auf die Idee kommen und sagen, Fotografie, ja, ist besser oder Ölmalerei ist, ja, besser. Ja. Das sind verschiedene Sachen. Ja. Das braucht man gar nicht so zu vergleichen erstmal. Ja. Ja. Und mit Malerei erreiche ich natürlich viele andere Sachen, die ich nicht mit Fotografie erreichen, ja, würde. Ja. Ne? Der Blick hinter die Fassade vielleicht. Ja. Das, der wesentliche Kern eines Menschen. Genau, die Seele des Menschen, ja, die Ausstrahlung, was die, ja, Person ausstrahlt, ja, gerade. Und ich glaube, ich kann viel mehr Ausdruck geben an, ja, an Bild, ja, ja, und zur Lebendigkeit, ja, halt. Ja. Ja. Genau. Also ich glaube das, und ich glaube das auch. Und ist auch für mich herausfordernd, immer wieder. Ja. Ist egal, welche Maltechnik oder Stilrichtung, aber die größere Herausforderung sind schon die figurliche Kunst, die Anatomie, ja, eines Menschen, ja, darzustellen. Aber das ist das Reizendste für mich. Da ist meine größte Leidenschaft und ich lege viel Wert darauf. Dann, ich nehme immer die größeren Herausforderungen und das macht mir am meisten Spaß. Ja, genau. Toll. Wir werden gleich intensiver darüber sprechen, auch, du hast ja auch noch eine andere Rolle. Du bist ja auch Galerist, du stellst in deiner Galerie Kunstwerke anderer Künstler aus, zum Beispiel jetzt bei einer Künstlerin, die wir auch sehr gut kennen, Frau Dr. Magda M. Und schaffst du mit hier so eine Stätte, wo man dich als Maler erleben kann, wo man andere Künstler erleben kann, und das machst du, ohne dass ich so den Eindruck habe, dass du da schaust, dann tun mir mal die Künstler so weg und ich bin in Forderung, sondern ganz im Gegenteil, du trennst es straight, aber du machst es so, dass es unglaublich fair ist, und du kannst dir das, denke ich, auch erlauben, weil du ein Top-Maler bist. Ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, ja, also, aber ja, das liegt mir am Herzen. Ich weiß, wie schwierig es ist, als Künstler zu leben, und ich arbeite gerne mit anderen Künstlern. Ja. Und ich denke, wir sollen uns nicht jetzt Künstler als Konkurrenten sehen, genau, ja, danke. Und im Gegenteil, wir, ja, sollten uns unterstützen. Ne? Jeder Künstler
ist anders und jeder Mensch ist auch ein Künstler. Ja. Jeder Mensch steht ein Künstler. Ja. Deswegen. Ah, klasse. Genau. Gut, Carlos, dann würde ich sagen, wenn André genug Aufnahmen hier hat, gehen wir nach oben und sprechen wir zusammen. Ich habe Fragen, die mir auf den Nägeln brennen. Und das machen wir jetzt. Diana Bodensieg, Goldschmiedemeisterin, und ich stehe hier vor dem Arbeitstisch von Diana Bodensieg, und zuerst bin ich mal sprachlos, wie immer auch ahnungslos. Ich weiß natürlich, was eine Goldschmiedin macht. Sie machen hauptsächlich Schmuck, ja. Wunderbaren Schmuck, den werden wir auch gleich nochmal gebührend zeigen. Aber Sie sind bitte jetzt so freundlich, mir einiges über Ihre Arbeit zu erzählen, denn wie gesagt, da habe ich bisher noch nicht den richtigen Zugang gehabt. Ich glaube, dass das ein altehrwürdiges Handwerk ist. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, genau. Also Goldschmiedehandwerk ist eines der ältesten Handwerke, die es gibt. Und es macht unheimlich viel Spaß. Ich wollte schon immer Goldschmiedin werden. Und mich fasziniert, dass man von null auf anfängt. Man hat verschiedene Ausgangsmaterialien, die man nachher bearbeiten kann. Und es fängt schon an, dass man die Metalle quasi legieren kann, mischen kann und dann dabei die Farbgestaltung noch beeinflussen kann. Zum Beispiel bei Gelbgold oder Grüngold, Rotgold. Ja, das finde ich total faszinierend. Und dass man auch am Ende des Tages sehen kann, was man geschaffen hat. Zum Beispiel hier Trauringe, sowas. Also wichtigste Schmuckstücke, die Personen ein lebenslang begleiten werden. Das finde ich echt auch super schön, dass man das noch handwerklich machen kann und nicht nur industriell. Ja, also weil die Industrie, die spielt immer wieder eine größere Rolle in unserem Gewerk. Und ja. Aber kann man noch alles komplett in der Werkstatt machen? Ja, es ist sehr individuell. Genau. Ja, ich meine, letztendlich denke ich mal, die Industrie, das natürlich, das ist Massenfertigung, aber das Individuelle, das bleibt da natürlich auf der Strecke. Ja, und in einem solchen Handwerk, denke ich mal, spielt das ja eine Rolle, dass auch, denke ich, der Kunde seine Vorstellungen äußern kann, genau. Und sie dann auch, ja, das hat ja auch etwas mit künstlerischer Tätigkeit zu tun. Ja. Ist ja nicht nur das Handwerk, sie darauf dann eine Antwort finden. Kann man das so sagen? Genau, das ist auch das Besondere dabei. Die Kunden kommen mit manchmal grobe Vorstellungen, manchmal schon sehr genauere Vorstellungen, und dann wird das Ganze besprochen, und meistens sind dann Schmuckstücke, die eine Bedeutung haben oder so einen bestimmten Anlass. Und dann ist das nicht irgendein Schmuckstück, sondern es soll das Schmuckstück sein für diesen Anlass. Und das kann man dann genau besprechen. Wir machen Zeichnungen und können dann dem Kunden zeigen, wie das nachher aussehen soll oder aussehen wird. Ja, und dann wird das halt hergestellt. Und super. Der Kunde freut sich dann. Ja, prima. Also ich sagte ja auch anfangs, also wir sind hier im Herz von Aachen. Ich bin Aachener und ich habe hier in der Kockerellstraße, das ist die Straße, die zum Markthof führt, habe ich in meiner Jugend, eher in meiner Kindheit gewohnt mit meinen Eltern. Das Haus ist nachher abgerissen worden, das ist dann wieder historisch aufgebaut worden. Und was ich so festgestellt habe, auch was Galerien angeht und auch meinetwegen Goldschmiede, dass es leider Gottes in den Städten immer weniger zu finden ist. Und deshalb finde ich das ganz toll, hier mitten in Aachen, im Herz von Aachen, so eine klasse Werkstatt. Und ich denke, dass Sie auch von dieser Lage hier profitieren. Ne? Es sind ja auch sehr viele Touristen, die Aachen aufsuchen. Und ich finde, das ist auch für Aachen als Stadt, ist das eine tolle Sache, dass so ein Angebot besteht. Ja, auf jeden Fall. Also die Stadt an sich
ist für uns, wir sind verliebt in Aachen. Ah, ja. Wir sind nicht hier in Aachen geboren, aber wir sind vor 20 Jahren nach Aachen gekommen und fühlen uns Aachener. Ja, super. Aachener mit Akzent, ja. Aber wir fühlen uns schon Aachener. Und die Ecke ist natürlich sehr, sehr schön, also ja, sehr zentral. Und ja, also es ist eine schöne Stadt mit Geschichte, wie Sie erzählen, also das auch mit viel Tourismus. Wir hatten auch Touristen, die hier eingekauft haben beim Vorbeigehen, ja, und das ist natürlich sehr schön. Das wir ist wollen die Stadt erobern. Ja. Wir haben auch als Konzept gedacht, offene Werkstatt, ja, mit, also Ladengeschäft, aber mit offener Werkstatt, dass der Kunde kommt und auch hinter den Kulissen quasi sehen, ja, kann, dass die Leute sehen können, was wir an Werkzeug haben und womit wir arbeiten. Und viele finden das sehr spannend, ja, auch mal zu sehen, wie wir mit Feuer umgehen und so. Ja, ja, ist schon sehr schön. Was ich sagen muss, Diana, ich kenne ja Ihre Schmuckstücke. Und was mir auffällt ist, wird das auch, Ihre Mutter ist in der Familie, ist so eine künstlerische Ader. Dort, da ist ein Onkel, der Maler war. Und das drückt sich meines Erachtens nach, drückt sich das auch bei Ihren Schmuckstücken aus, will ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die korrekte Bezeichnung ist. Ich empfinde die sehr, sehr künstlerisch. Ne? Zudem sie wunderbar handwerklich gemacht sind. Also passt das. Passt das? Ein toller Maler, ein toller Galerist, eine tolle Goldschmiedin. Ja. Das ist super. Was ich gerne noch zeigen würde, das ist Ihr Meisterstück. Das hat mich sehr beeindruckt. Das, können Sie mir das zeigen nochmal, dass wir das auch, ja, aufnehmen können? Ja, also mein Meisterstück ist ein sehr besonderes Stück. Und wie Laurenz schon gesagt hat, wir kommen aus einer künstlerischen Familie mit so gewissen künstlerischen Ader. Und mein Onkel war Bildhauer und Kunstmaler und irgendwo fühlt man sich so beeinflusst. Es ist schon im Blut irgendwie, aber man hat ja natürlich von klein auf sehr viel gesehen. Und mein Onkel, genau, habe ich dann mein Meisterstück auch gewidmet. Deswegen habe ich auch eine Skulptur gemacht, eine nackte Frau in Jugendstilart. Auch mit den feinen Blättern und also so fein gehalten. Aber es ist eine sehr schöne Arbeit. Die Dame, die kann man quasi kleiden, die ist nackt und die kann man dann, die hat Wechselklamotten. Ah, ja. Kann man damit auch noch spielen. Oh. Jetzt ist sie gekleidet. Ja, toll. Genau. Oder man kann so einen Rock anziehen. Ah ja. Genau. Die Kleiderstücke, die sind aus Silber, die bestehen aus Silber, die sind ziziliert und mit Farben, Feuer emailliert, also richtig unter dem Feuer, nicht im Ofen. Und dann sind sie zusätzlich mit Blattgold veredelt. Es sind bei dem Meisterstück sehr viele Techniken dabei, die ich beherrsche. Das ist eine Zusammenstellung von dem Wichtigsten, was ich beherrsche, und viele Techniken, die jetzt quasi nicht mehr ja, benutzt werden im Handwerk. Die Dame an sich ist auch komplett ziziliert. Man könnte vielleicht denken, sie ist gegossen, aber nee. Sie ist tatsächlich ziziliert mit dem Hammer. Die kann man auch aufmachen, aufklappen, und dann kann man diese wunderbare Arbeit von nah betrachten. Ja? Innen drin ist die ganze Mechanik, weil da kann man auch Wechselblumen, Wechselflügeln dran machen, und somit ist das Schmuckstück immer wieder erweiterbar, oder man kann das, je nachdem für welchen Anlass, man kann das dann halt umändern. Genau. Ja, genau. Dann das zuklappen. Genau. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich, es ist unverkäuflich. Ja. Das kann man sagen. Somit machen wir ja hier keine Werbung. Aber das ist wirklich fantastisch. Was Sie eben gesagt haben, Diana, das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Sache. Es gibt bestimmte Techniken, auch in der Goldschmiede, die heute nicht mehr verwandt werden. Kann man das so sagen? Ja. Das mag Gründe haben in der Aufwendigkeit der Arbeit. Genau. Heute geht ja alles zeitgetaktet. Das muss ja Profit gemacht werden, dann kann man das nicht mehr
zu tun, aber Sie machen das konsequent auch mit Ihren anderen Schmuckstücken. Ne? Somit ist es, denke ich mal, sehr interessant, dass man das mal hier mal sieht und dass man das auch mal erleben kann. Weil ich muss sagen, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Mhm, okay. Ja. Und ich bin also auch sehr froh, dass meine Frau das jetzt im Moment nicht sieht. Das könnte ja wirklich dann dazu führen, dass ich, gut, aber es ist fantastisch. Wunderbar. Ja, sehr schön. Das ist, also auf jeden Fall, man hat das Künstlerische dabei, die ganze Idee dahinter mit den Wechselklamotten, die Kunst dabei zum Beispiel, die Kleider zu schmieden, aber auch die Feinmechanik, also die feinmechanische Arbeit, da spielt das Fachliche auch eine wichtige Rolle. Die ganzen Mechanik, es ist eine Bajonettmechanik und das wurde alles mit der Hand gemacht und es muss wirklich präzise sein, damit alles miteinander auch passt. Ja. Ja, also das ist quasi das, was man nicht so sieht in dem Schmuckstück, aber fast das Wichtigste. Ja, ich habe mal gehört, ich glaube auch gelesen, dass bei der Bewertung eines Schmuckstückes der reine Goldwert oder der reine Materialwert gesehen wird, aber der auch nur ausschließlich bei maschinell fabrikmäßig hergestellten Werken. Ansonsten eine Goldschmiedearbeit wird unter Umständen höher als der Materialwert bewertet. Und wenn man das so sieht und das, was Sie dazu erklärt haben, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Genau. Ja? Ja. Weil das ist eben sehr, es ist eigentlich solitär, es ist einzig. Ja. Ja? Das ist ein Einzelstück. Es ist einzigartig und aufgrund dessen, dass es mit der Hand hergestellt ist, ist das Material durch die Bearbeitung auf Proben gestellt quasi. Das Material ist widerstandsfähig und es ist ganz anders zu bewerten, als wenn man industrielle Ware hat. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich eine, zum Beispiel so eine Dame habe, die ich einfach gegossen hätte, dann hätte ich so viele Poren drin, dass das Material sehr, sehr weich ist. Hier ist das Material geschmiedet, die Poren sind verdichtet, also das Material ist verdichtet und da hat man auch eine ganz andere Qualität. Das sage ich auch dem Kunden, wenn sie zum Beispiel bei mir Trauringe bestellen. Also da werden Sie wirklich fachkundig beraten, was wirklich dahinter steht. Ja. 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 Wunderbar. Ja, dann danke ich für die Ausführungen. Das ist sehr interessant und habe das auch in dieser Art noch nicht gehört, habe also dazu gelernt. Und das ist eine klasse Sache. Sie kommen hier zu dem Gespräch an dem runden Tisch. Kommen Sie dazu und dann kann man sich vielleicht über das eine oder andere noch ich stelle noch mal vor, Liana Bodensieg, Frau Kruß-Bodensieg und Karls Kruß-Bodensieg. Jetzt sitzen wir am Tisch und wollen uns noch mal über die Galerie unterhalten. Frau Kruß-Bodensieg, Sie machen das Organisatorische in der Galerie, das heißt, Sie machen die ganze Schreibarbeit, kann man das so sagen? Richtig, ja. Genau. Die Werbung, auch. Ja. Ja, es ist natürlich toll, wenn das jemand macht. Ne? Für uns ein Vorteil. Ja, natürlich, der Künstler hat keine Zeit dafür, meistens kann er die Dinge auch nicht. Und das ist so eine klasse Sache. Also wir haben hier praktisch das Team der Galerie. Dann haben wir eben Carlos mit Diana und mit dir etwas über eure Arbeit als Künstler und bei Diana auch als im Handwerk, als Goldschmiedin gesprochen. Aber dabei ist die Galerie natürlich zu kurz gekommen. Hier ist es so, das kann man auch an den ausgestellten Werken sehen, dass nicht nur deine Werke hier sind, sondern auch Künstler, die du hier in der Galerie vertrittst. Bedeutet also das Angebot an Kunst und wie gesagt durch die Goldschmiede ist ist hochinteressant für einen Besucher. Das Auge hat etwas zu sehen und du sagtest eben 2 Jahre betreibst du die Galerie. Genau, ja. Was hat dich dazu bewogen, als Künstler in der Galerie zu betreiben?
Das ist, wie gesagt, eine Sache ist die Leidenschaft, wofür unser Herz schlägt, die Kunst. Und Aachen. Aachen ist auch für uns Leidenschaft. Wir lieben Aachen. Und wir wollen die Menschen, so wie meine Schwester Erwin gesagt hat, erobern. Hier die Aachener, zum Beispiel in der Malerei, wenn ich eine Aquarellmalerei male, mir geht es darum, dass die Aachener Aachen wieder entdecken, ja, neu entdecken. Mit, mit dieser Farbkomposition, die ich mache. Ne? Ein bisschen Fantasie, ein bisschen Faszination, ein bisschen Realität, von allen ein bisschen, ich vermittle auch Gefühle, Momente. Ja. Und ich möchte, dass die Aachener, vor allem die Aachener, Aachen wieder entdecken, weil. Kann ich auch dazu was erzählen? Es gibt viele Leute, die auch die Aquarelle gesehen haben, die Aachener Motive, und sagen, hey, wo ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Und gerade das, finde ich ein bisschen schade, als Aachener das zu sagen. Wir sind nicht zu sehen. Ne? Ja. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen, tolle Sachen, ja, in Aachen, schöne Ecken zum Beispiel. Ja. Aachen ist einfach malerisch. Ja. Und wir leben als Aachener. Das muss gemalt werden. Ja. Ja, das ist einfach. Ach, das, das finde ich, find ich klasse. Ich bin ja Aachener. Ne? Und bin auch, muss ich sagen, ich bin Lokalpatriot. Ne? In Aachen aufgewachsen. Und ich finde das klasse. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich kenne diese Aquarelle. Es sind viele Städte, wo ich als Kind gespielt habe, die ich sehr gut kenne. Auch das historische Aachen. Vor allen Dingen. Und ja, das ist schon fast wie ein Kunstarbeit. Ne? Du nimmst also diese, die Altstadt vor allen Dingen, ist so, sind deine Sujets. Und deshalb kann ich sehr gut verstehen. Ich bin auch davon überzeugt, viele Aachener, die das gar nicht mehr so sehen, mhm, ja, die machen ihre Einkäufe. Und dann bei einem Kunstwerk ist es so, ach, das hat man plötzlich. Das geht mir bei den Aquarellen so. Das ist ja wunderbar. Ja. Und dann schaue ich nochmal mit ganz anderen Augen, was ich auch nachher tun werde, wenn ich wieder in Richtung Markt gehe, dann schaue ich mir nochmal den Brunnen an und sehe den ganz anders. Ich glaube, das ist so wichtig. Also das ist eine klasse Arbeit, die du auch für Aachen machst. Also für uns ist ja, wir sind ja in der Euregio unterwegs, versuchen auch die Kunstszene in der Euregio in etwa abzubilden. Das können natürlich nur immer Ausschnitte sein, weil das sind Regelkunstszenen in der Euregio. Aber uns interessieren diese Dinge und auch diese Galerie sehr, weil hier etwas stattfindet, was wir in der Galerienlandschaft Aachens sonst so nicht sehen. Also das ist schon etwas Besonderes und das ist eigentlich auch unser Anlass gewesen, heute hier in der Galerie zu sein und mit dem Team jetzt, kann man sagen, das Gespräch zu führen. Zu Ihnen nochmal, Frau Fußbund. Die organisatorischen Leute, die stehen immer im Hintergrund, machen auch sehr viel Arbeit. Bei uns ist das André Amkreuth, der immer hinter der Kamera. Ich kriege den Kerl aber auch nie vor der Kamera. Der sagt immer, mach du mal, also ich rede immer so ein bisschen. Und er macht dann die Arbeit in der Filmerei, schneiden. Und diese Dinge, die werden nicht viel Arbeit bedeuten. Wie sieht das aus, Frau Grußbodensieg, wenn Sie in Aachen Werbung machen? Werden Sie von der Stadt unterstützt? Oder ist eine Besonderheit, die Sie uns jetzt sagen können, Ihre Arbeit in der Werbung? Ja, also es ist schon so, dass wir natürlich sehr viel selber machen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Broschüre zu entwickeln, machen viel im Internet. Klar, auch wir arbeiten mit Zeitungen, hatten einige Zeitungsartikel schon. Und ja, generell ist es natürlich so, dass meine Arbeit schon im Hintergrund läuft, viel Kundenkontakt läuft, Terminorganisierung. Ich freue mich einfach, ihm den Rücken frei zu halten, damit er irgendwo schaffen kann. Und genau, so denke ich, sind wir ein gutes Team, ergänzen uns gut. Und ja, es macht mir einfach viel Freude. Klasse. Genau. Ohne meine Christina könnte ich mir das nicht vorstellen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich muss sagen, mir geht es ja nicht anders. Ja, mir geht es ja nicht anders, weil
Meine Frau macht auch diese organisatorischen Dinge. Und André schaut immer, dass die Dinge dann in Ordnung gehen. Obwohl André auch Künstler ist. Also wir verstehen das sehr gut. Wir sind also in der Szene unterwegs und wissen in der Regel, worüber wir reden. Aber wie gesagt, es ist schon erstaunlich. Wenn du andere Künstler ausstellst, also wir haben jetzt zum Beispiel zwei Bilder von Magda M. und es ist ja geplant, das zeichnerische Werk dieser Künstlerin demnächst zu zeigen. Was sind deine, worauf legst du Wert? Wie triffst du deine Auswahl? Was ist für dich wichtig? Für mich ist es wichtig, aber ganz wichtig, zu wissen, wir Künstler sind nicht allein, wir können uns unterstützen. Stattdessen als Konkurrent zu betrachten, zu sehen, im Gegenteil. Und wenn jemand hier die Möglichkeit auszustellen, dann ist das für mich auch selber eine Bereicherung. Ich lerne auch von anderen Künstlern. Es ist ja so, Carlos, das ehrt dich, was du sagst, aber wir kennen ja die Situation in der Kunst. Und wir wissen auch, dass eine Konkurrenz insoweit besteht, dass sich viele Künstler um einen relativ kleinen Teil der Gesellschaft, der sich wirklich für Kunst interessiert, bemühen. Also es ist ja auch schwierig, auf dem Kunstmarkt wirtschaftlich zu überleben. Ich habe manchmal so den Eindruck, das geht uns an den Meer. Eigentlich genauso, dass man ein hohes Maß an Idealismus braucht, um das zu tun. Na, man könnte ja auch durchaus irgendwo eine Management-Tätigkeit machen und dort entsprechendes Geld verdienen, aber so setzt man doch erhebliche Kraft und die ist in der Kunst notwendig, setzt man ein. Also das ist, glaube ich, so. Aber ich glaube, das war so dein Weg. Für dich wäre nichts anderes in Frage gekommen. Sehe ich das richtig? Ja, ich auch. So würde ich das einschätzen. Ja. Und Sie leben damit, Frau Kuss-Rosen. Ja. Ja. Und Sie unterstützen Sie damit. Ja, das ist genau. Ganz wichtig. Ja, ja. Also wir arbeiten ja jetzt seit 7 Jahren zusammen. Ja. Und als wir uns kennenlernten im Jahr 2009, arbeitete er ja schon als Künstler und ich musste auch, worauf ich mich einlasse. Ja, das muss man dann noch wissen. Genau, ne? Das muss ist man dann natürlich, wissen. Es ist, sagen wir mal so, es ist ein Leben der anderen Art. Ne? Ja. Es ist kein Leben, was vielleicht ein anderer lebt, aber es ist einfach ein sehr abwechslungsreiches, ein sehr buntes Leben. Ja. Und wir leben einfach unsere Leidenschaft mit dieser Galerie und mit der Kunst und ich denke, dass kann man auch hier sehen und auch jeder, der zu uns kommt, spürt das auch, ne, dass wir das leben und dass einfach unser Herz dafür schlägt und auch wir wirklich uns mit der Stadt Aachen sehr identifizieren. Und Und Diana mit ihrem Handwerk, und das sehe ich wirklich auch im künstlerischen Bereich auch hineingehen, als zumindest mein Eindruck, das passt auch recht gut, denke ich. Ja? Also das ist ja so gesehen eine runde Geschichte. Was kann man über die Situation von Galerien sagen? Ich sagte in dem Intro, dass wir bundesweit eigentlich, ich lese das immer in so einer Fachzeitschrift, Atelier, mit einem Galeriensterben zu tun haben. Das bedeutet, kleinere Galerien überall in der Bundesrepublik schließen. Wenn ich denke, ich habe das ja noch erlebt in den 60er Jahren, bis Ende der 70er hatte Aachen eine rege Galerien-Szene. Und wenn ich heute schaue, ist das doch sehr ausgedünnt. Das mag daran liegen, dass die Mieten in den innerstädtischen Bereichen sehr hoch sind und dass das Interesse an Kunst wirklich nicht, also im Speziellen eine kleinere
Anzahl in der Gesellschaft von Menschen betrifft. Wie erlebt ihr das hier in der Galerie, wobei ich noch sagen muss, es ist glücklich in Aachen, dass es hier einen regen Tourismus gibt. Mhm. Ja? Ja. Das ist schon mal etwas Positives. Mhm. Ja? Zum Beispiel in der Stadt, wo ich wohne, in der Nähe von Aachen, immerhin eine Kleinstadt, gibt es keine. Mhm. Da gibt es aber auch nicht sehr viele Leute von außen. Wie ist da die Situation? Also was wir erleben, ganz konkret bei uns, bei unserem Konzept, ist, dass wir einen breiten, also wir haben breite Kunden, eine Bandbreite an Kunden. Ja. Ne? Es kommt jemand, der sich für Schmuck interessiert und sieht die Kunst und interessiert sich dann auch für Kunst ne? Oder andersrum. Ja. Dadurch, dass wir zusammenarbeiten, eröffnet uns das natürlich viele Wege. Ja, ja klar, das ist auch schon vorher zu erkennen gewesen. Das ist eigentlich eine ideale Sache. Ich stelle mir das einfach mal so vor, wer sich für einen individuellen Schmuck interessiert, der hat höchstwahrscheinlich, das muss nicht so sein, auch eine Affinität zur bildenden Kunst, zu Skulpturen, zu Malerei, also das Schöne, was ja in der Kunst ist und auch im Schmuck vor allen Dingen auch, das Schöne. Ja, das passt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke, wir hatten ja auch Carlos unten in deiner Werkstatt über Auftragsmalerei gesprochen. Und ich habe ja gesagt, dass es so ist in der Kulturszene, da ist ja spielt die Auftragsmalerei eigentlich keine Rolle. Ja, die Künstler sagen, also das ist ja. No, ich muss etwas Originäres und so. Ja. Ich halte das sogar für fatal, weil die Auftragsmalerei eine lange Geschichte hat. In der Renaissance war es die Hauptaufgabe. Mhm. Da gab es die Kirche und dann gab es die Porträts für Handwerkszünfte, für Aristokraten, für die Herrscherhäuser. Das war ja auch damals die einzige Möglichkeit, ein Bildnis zu hinterlassen. Es gab keine Fotografie. Und heute denke ich, ist ein Porträt zum Beispiel als Auftragsarbeit eine Sache, die man mit der Fotografie nicht vergleichen kann, weil das Porträt ungleich viel mehr über die Person aussagt. Es ist nicht nur eine 1:1 Abbildung eines Menschen, sondern der Porträtist, der Künstler, also du schaust auch hinter dem zuerst Offensichtlichen und da spielen Begriffe wie Seele und Persönlichkeit, die spielen da eine Rolle. Und ich denke, dass sich immer noch Leute für ein solches Kunstwerk interessieren. Und ich weiß, du machst viele Auftragsarbeiten. Genau. Ja. Wie ist da deine Erfahrung mit den Wünschen, was verbinden Menschen mit der Porträtkunst zum Beispiel? Also ich bin selber als Künstler, habe ich einige Porträts gemacht, wenig als Auftragsarbeit. Mag daran liegen, dass ich das vielleicht nicht so gut mache. Ich würde das durchaus auch gerne tun. Ich halte das für wichtig. Wie ist da deine Erfahrung als Künstler? Das sind so verschiedene Sachen. Erstens steht da die Herausforderung, die figürliche Kunst. Und das ist das Reizende für mich. Ne? Das ist das, was ich immer wieder gerne hätte. Andererseits, wir wollen auch Menschen glücklich machen. Ich als Künstler möchte ich eine bestimmte Person auch glücklich machen mit dem, was ich mache. Es können Menschen sagen, ich möchte das haben in Öl. Ne? Königsdisziplin. Ne? Ja. Die Ölmalerei und wenn man sieht das Ergebnis, das Resultat, da bin ich schon glücklich, da bin ich schon, da mache ich schon bereichern, aber jetzt die Person, dich glücklich zu machen und zu sehen, wie die Person sich freut, ne, dass sie sagt, das bin ich, ne? Das macht mich nochmal viel glücklicher.
Und deswegen lege ich viel Wert daran, also Menschen zu malen, aber auch die Haustiere, eine Katze oder ein Hund. Ne? Ja, und das Herz von denen. Genau, das Herz zu sehen, wie die Herzen, die Menschen sich freuen, das ist sehr schön. Und auch freie Malerei. Ich hatte schon mal Kunden gehabt, sagen, ich würde gerne so und so auf Fantasie oder etwas, was ich geträumt habe. Ja. Ich hatte das auch mal als Auftrag, ein Traum. Ja. Und der Kunde bleibt so. Ja. Ne? Ja. Das ist mein Traum. Das habe ich letzte Woche abends geträumt. Und dass man das an den Leinwand bringen kann. Ja. Das ist eine tolle Sache. Ja. Ich muss etwas sagen, Carlos, was mich schon geraume Zeit auch beschäftigt, die Qualität in der Kunst. Wenn man eine Auftragsarbeit macht, also wie gesagt, in dieser Kippen-Kulturszene eigentlich so gar nicht verwurzelt, dann ist schon eine gewisse malerische Qualität erforderlich. Ich habe manchmal so den Verdacht, aber es ist wirklich nur ein Verdacht, du brauchst dazu auch nicht zu sagen, das ist immer sehr schwierig, aber ich sage das, exponiere mich da auch, dass manchmal in der Malerei vielleicht da sehr verrückte Dinge entstehen und vielleicht die Basis fehlt zu einer anderen Malerei vom Handwerklichen her. Das ist aber nur eine Vermutung. Was mir bei deinen Auftragsarbeiten, einige habe ich gesehen, natürlich extrem auffällt, da ich selber Maler bin, Künstler, das ist natürlich die handwerkliche Qualität. Und das Kunst hat auch sehr, sehr viel mit Handwerk zu tun. Ja. Ne? Ja. Sehr viel ist eigentlich die Grundlage für gute Kunst, die handwerkliche Qualität. Und das, was noch dazu kommt, was man nicht so benennen kann, das kann man in Sprache nicht ausdrücken. Sehr schwer. Also künstliches Ausdrucksvermögen, würde ich sagen. Das ist bei dir im hohen Maße gegeben. Also wenn ich diese Aquarelle sehe, diese Feinheit der Arbeit, diese Ausarbeitung, diese Genauigkeit, diese Präzision. Ja, aber dann aber auch durch das Kolorit, durch die Farbgestaltung, das künstlerische Ausdrucksvermögen, das das zusammenfindet. Es ist ein Kunstwerk, aber ich sehe natürlich auch, und da achte ich selber sehr darauf, dass die künstlerische Qualität im Handwerk auch da ist. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, das war in den 70er, 80er Jahren bis 90er Jahren, würde ich meinen, das ist aber auch etwas, wo ich mich exponiere, in der Kunst vielleicht nicht so wichtig, dass diese handwerklichen Qualität, Material und alles, Komposition und diese Dinge, an den Kunstakademien nicht mehr so entsprechend gelehrt wurden und auch in der Kunst nicht mehr diese Rolle spielt. Da genau. Ich weiß nicht was, um expressiven Ausdruck und weiter und so fort. Gut, das hat seine Berechtigung gehabt und das ist in Hoffnung so und ist auch für die Kunst wichtig. Aber man merkte, also zu meiner Meinung, sehr dekadent. Ich denke, du wirst dich dazu nicht äußern, da du als Künstler immer mit Künstlern verbunden bist, ich normalerweise auch, aber ich muss darauf hinweisen, weil ich diese Qualität bei dir sehe und das für mich nicht alltäglich ist. Das muss ich sagen. Ja, nochmal zu der Galerie. Zwei Jahre und ich glaube zwei erfolgreiche Jahre, kann man das dazu sagen. Standort Aachen. Diana sagte, ihr seid gerne in Aachen, das haben wir eben auch gehört. Was sind vielleicht Zukunftspläne mit der Galerie? Was kann man sich da noch denken? Hast du da noch eine Vision? Oder zuerst mal so weiterführen und noch feiner ausarbeiten? Wie kann das so aussehen? Das ist eigentlich immer das, was mich interessiert. Ich schaue immer auch gerne in die Zukunft. Ja, also. Für uns jeden Tag ist hier, es ist ein Erfolg, wenn wir machen, was wir, wo unser Rest schlägt. Ne? Ja. Jeden Tag ist ein Erfolg. Es ist nicht so, dass wir sehen, irgendwann werden wir größer, ne? Vielleicht eine größere Location, ja, ja, ne? Ja, ja. Viel mehr Wände und sowas, aber
Natürlich, es gibt Ziele und das wollen wir auch erreichen, dass wir uns so, vom Platz her vielleicht etwas, ne, das mehr, aber wir sind halt, wie sagt man, zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Ne? Weniger ist manchmal auch mehr. Das ist nicht immer das Überdimensionale, was so entscheidend ist. Und es ist Atmosphäre. Und manchmal ist die Konzentration auf die Dinge wichtiger als Riesengeschichten, Riesenevents und diese Dinge. Ja, das ist schon interessant. Was ich aber in jedem Fall noch ansprechen muss, wir haben gegenüber die künstlerische Art in der Familie gesprochen. Das ist mir im Vorgespräch, wir haben uns ja darüber unterhalten. Sag doch mal etwas dazu, warum bist du Künstler geworden, wie waren die familiären Gegebenheiten, dass man jetzt bei Diana feststellen kann, das ist also auch die künstlerische Ausrichtung als Goldschmiedin. Jetzt lasse ich das mal mit der Meisterin, das wissen wir, ich sage jetzt mal, du bist Goldschmiedin, aber auch bei deiner Frau, die also der Erfolg mitziehen. Das muss ja irgendwo, also manchmal ist das ja in Familien so. Ne? Der eine, der ist, was weiß ich, was kaufmännischer Angestellter, mhm, dann gibt es da vielleicht noch einen Handwerker oder irgendwie. Ne? Also so ein roter Faden ist da nicht unbedingt erkennbar, in meiner Familie so. Dann würdest du keinen roten Faden finden. Ne? Ja, es scheint aber so ein roter Faden zu sein, der so weiterläuft. Sag mal was dazu, Berbers. Bitte? Ja, ja. Ja, das fängt schon mit meinem Onkel, aber Vorfahren, soweit ich weiß, es gab auch viele, die auch Maler waren, ja, künstlerisch tätig waren. Unser Großvater war Deutscher aus Bremen, ja, und der war sehr kreativ und das fängt schon, also schon lange. Und meine, die Familie ist schon groß, eine sehr, eine sehr große Familie, und es ist schon erstaunlich, wie viele in der Familie zeichnen, malen können. Ja. Also richtig, ob musikalisch oder jetzt mit Malerei. Ja. Ja, unsere, also das ist irgendwie so ein Wunsch. Da ist irgendwas im Blut. Also, ja, genau. Ja, 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 ich verstehe das, ganz gut. Also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich mal kurz sagen, wo ich eigentlich hier keine Rolle spiele, war das so, wir haben in den 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre in sehr bescheidenen Umständen gelebt. Deswegen mit einer schweren Kriegsverletzung meines Vaters zusammen und zu den Dingen. Und damals gab es ja diese Comics, ne? Mickey Mouse und solche Sachen, aber es gab auch schon die tollen Western Comics. Und da wir kein Geld hatten, habe ich dann gedacht, jetzt zeichne ich Comics. Dann habe ich mir selber Comics gezeichnet und ich wollte auch so eine Geschichte haben. Das ist schon so. Und dann entwickeln die Dinge sich, dann ist man irgendwo kreativ auch als Kind. Und wenn ich da zurückdenke, das mache ich erst seit einigen Jahren, wenn man älter wird, passiert das. Dann meine Frau meint das immer, die sagt, ja, da hat schon etwas begonnen. Ob das jetzt so ist, andere Sache. Aber hierbei, das ist schon eher zu verstehen. Weil da sind ja vorgelegte Beispiele. Und das ist dann nochmal was anderes. Ne? Ich habe es dann aus der Not eines Kindes gemacht und so. Und das hat mir auch toll gefallen. Und alles, das ist was anderes. Ne? Aber das nur mal so reingeschoben. Es gibt noch eine Besonderheit, Carlos. Das finde ich schon, das hat schon fast etwas Obsessives. Wir haben hier in dem Raum haben wir ein sehr großes Bild stehen. Das ist die Mona Lisa. So, jetzt könnte man sagen, ja, du hast in einer sehr meisterlichen Art dieses Gemälde von Leonardo da Vinci kopiert. Ja, das wäre aber viel zu kurz gegriffen. Das ist es nicht. Das ist eine Arbeit, wo du 15 Jahre daran arbeitest, wo ich das Gefühl habe, du willst sie gar nicht fertigstellen. Und es ist etwas anderes und dazu musst du etwas sagen. Das ist, da passiert etwas, was sehr außergewöhnlich ist. Erstens mal so ein, das Kunstwerk der Kunstgeschichte.
warum machst du das, warum willst du mit dem Geld nicht fertig werden, warum diese ewige Arbeit, was fasziniert dich da so? Das würde mich sehr interessieren, jetzt von dir etwas zuzuhören. Ja, schön, dass Sie das auch fragen. Gerne sage ich was dazu. Ich war 8 Jahre und da im Innenhof hatte meine Oma ein kleines Bildchen von der Mona Lisa. Und ich habe gespielt, ganz normal, und dann plötzlich stand da vor dem Bild, das habe ich noch in Erinnerung. Und dann habe ich gesagt, eines Tages möchte ich auch eine eigene Mona Lisa haben. Ich weiß nicht, damals war ich so fasziniert von diesem Bild. War. Nee, das war eine Fotografie und ein bisschen, das Bild war auch schon alt, ein bisschen düster. Und heute höre ich viele Menschen sagen, was ist daran so toll? Viele Menschen sagen, sogar ich mache das Bild nicht, ich mache diese Frau nicht. Wie kann man sowas malen? Das ist, ne? Und damals, das hatte ich gar nicht verstanden, warum ich mir das gewünscht habe, aber heute verstehe ich das. Heute weiß ich ganz genau, erstens, was ich immer wieder betont habe, eine Herausforderung. Schon als kleines Kind habe ich erkannt, das ist eine Herausforderung für mich und wollte ich schon mit Ehrgeiz daran greifen. Ne? Und ich bin dankbar, dass ich das realisiere. Ich habe jetzt nicht, ich sage nicht realisiert, habe, weil das Bild leider noch nicht fertig ist. Aber ich glaube, das wird noch nicht fertig. Genau, und in dem Bild stecken mindestens 2,5 Jahre Arbeit. Das Bild habe ich seit 15 Jahren, aber ich komme nicht dazu, das Bild zu beenden. Ich habe jetzt als Auftragsmaler, natürlich mich um andere Bilder kümmern und andere Sachen machen. Also ich will das schon mal glauben, obwohl die Geschichte sehe ich tiefenpsychologisch anders, aber lassen wir es dahingestellt. Du möchtest das Bild nicht fertigstellen, ich denke, das hat auch etwas mit dieser Geschichte als 8-jähriges Kind zu tun. Jetzt haben wir gesagt, Auftragsmaler, aber natürlich machst du auch originäre Kunstwerke. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das sagt, obwohl ich habe vor kurzem über diesen Überbegriff Landscape habe ich ein Bild einer sehr bekannten süddeutschen Malerin gesehen, die also von Caspar David Friedrich eine Friedhofsszene genommen hat und hat dieses Bild in der Komposition verändert und es ist ein wahnsinnig tolles Kunstwerk. Caspar David Friedrich eine Friedhofsszene genommen hat und hat dieses Bild in der Komposition verändert und es ist ein wahnsinnig tolles Kunstwerk geworden. Ich denke, vielleicht hat es etwas damit zu tun. Erstens mal ist das legitim, ja, absolut legitim, zum Beispiel auch in einem Foto zu arbeiten. Das hat Gerhard Richter in seiner realistischen, fotorealistischen Malweise sehr lange getan und er hat immer gesagt, ich habe ein riesen Archiv von postkartenden Fotos, das dazu gedient hat und das er auch weiterhin hält. Also nur um mal zu sagen, denn viele Leute haben ja immer die Vorstellung, so Kunst ist, man trägt da irgendwie Farben und das so. Nein, das ist also tatsächlich so, die Transformation, der Transformationsprozess von einer Fotografie zu einem Kunstwerk, dieser Transformationsprozess alleine ist schon künstlerisch hochinteressant. Die Fotorealisten machen das und diese Bilder sind realer wie jede Fotografie. Hellenwein stellt bei jeder Ausstellung, Fotorealist, österreichischer fotorealistischer Maler, das Foto, das Motiv, zu dem Gemälde und da passiert etwas sehr seltsam. Einzigartiges, finde ich. Sie sehen, du siehst das Foto und du siehst in dem Ölbild eine 1:1 Darstellung und trotzdem ist es etwas total anderes. Also darauf mal hinzuweisen, halte ich für sehr, sehr wichtig. Also insofern, auch in der Porträtmalerei zu sagen, das ist ja gegeben, ich arbeite in einem Foto, der macht heute stundenlange Sitzungen. Die Leute nicht, die haben keine Zeit,
Und dann zu behaupten, das ist ja keine Kunst, das halte ich für wahren Unsinn. Mhm. Natürlich ist es Kunst. Das Gemälde ist immer etwas anderes. Ja. Das muss man mal klar sagen, sonst wird nämlich diese Auftragsmalerei, die wird so negativ besetzt. Genau. Mhm. Halte ich für wahren Unsinn. Gut, na toll, Carlos, mich hat sehr gefreut, mit euch dreien das Gespräch zu führen. Ich habe von André Amkreuz, wie gesagt, hinter der Kamera noch keinen Verweis bekommen. Ich denke, dass ich es nicht über die Maße überzogen habe, André, was meine Redseligkeit angeht. Aber die Informationen, die wir heute bekommen haben, die sind interessant auch für unsere Zuhörer und Zuschauer auf dem TV-Kanal einer Vision, einer Kulturkanal. Da gehört das auch hin. Und mit Werbung hat das absolut nichts zu tun. So eine Galerie wie eure, mit diesen Besonderheiten, die finde ich auch in Verbindung mit der Stadt Aachen, muss unbedingt vorgestellt werden bei einem Kulturkanal. Somit bedanke ich mich. Ja, vielen Dank. Auf uns. Wir bedanken uns auch. Vielen Dank.